Eine neue Studie sagt, es bestünden keine gleichen Chancen auf Bildungsteilhabe in den einzelnen Bundesländern. Wie bewertest du die Ergebnisse? Das ist jetzt im Jahr 10 nach der PISA-Studie, diesmal von der Bertelsmann-Stiftung, erneut eine Klatsche für unser Bildungssystem. Und es zeigt eben, dass beides zusammengehört, nämlich Leistungsfähigkeit und Chancengerechtigkeit. Viele Bundesländer, die sich damit rühmen, dass sie besonders leistungsfähig sind, schneiden hier besonders schlecht ab, was die Chancengerechtigkeit angeht. Das gilt vor allem für Bayern und für Baden-Württemberg. Es zeigt, wenn man beide Faktoren zusammenlegt, dann haben wir überall in Deutschland ein Problem. Also brauchen wir ein Bildungssystem, das im Prinzip das Ideal der Aufklärung realisiert. Und das heißt, es kommt nicht darauf an, wo man herkommt, ob die Eltern Akademiker sind, früher sagte man Adel, sondern darauf, dass alle gleiche Chancen haben. Und da haben wir noch eine Menge zu tun. Das bedeutet ein Bildungssystem, wo alle Abschlüsse angeboten werden und wo nicht eine frühe Selektion stattfindet, wo eine Einzelförderung stattfindet. Und das Allerwichtigste, Ganztagesschulen, die den Namen verdienen. Das gilt übrigens auch für die Grundschule, mit einem Mittagessen, das in der Schule frisch zubereitet wird, mit einer Mensa, die in die Schule gehört. Das wäre, glaube ich, ein wichtiger Schritt nach vorne. Das kann man nur machen, wenn man an den Bildungsföderalismus rangeht. Es bedeutet, dass man den absurden Zustand beendet, dass die Bundesregierung Schulen in Indonesien, in Tunesien fördern darf, aber sie darf kein Schulmittagessen an deutschen Schulen finanzieren, weil das unsere Verfassung verhindert. Da langt sich doch jeder an den Kopf. Im Laufe der nächsten Wochen werden Bundestag und Bundesrat über den Fiskalpakt abstimmen. Wie ist die Position der Grünen dazu? Also wir haben eine Menge Forderungen, weil die Bundesregierung braucht eine Zweidrittelmehrheit. Es ist grundsätzlich richtig, dass es ein Schuldenmachverbot gibt. Übrigens, das, was wir beschlossen haben in der Verfassung, geht ja weiter wie das, was da jetzt im Euroraum verabredet wurde. Aber wir sagen, die Bundesregierung kriegt nicht einfach einen Blankoscheck für den Fiskalpakt. Wir wollen beispielsweise einen Schuldentilgungsfonds. Wir wissen allerdings auch, dass es klar ist, dass das nicht so einfach zu realisieren sein wird. Was aber heute bereits möglich wäre, das ist, dass wir endlich die Finanztransaktionssteuer bekommen. Wir haben im Euroraum die einmalige Chance, dass wir diese Finanztransaktionssteuer endlich bekommen. Es kann nicht sein, dass eine 2%-Partei wie die FDP die Finanztransaktionssteuer innerhalb des Euro-17-Raumes verhindert. Darum verlange ich oder will ich, dass Frau Merkel uns einlädt, die Parteien und die Fraktion, und dass wir uns gemeinsam verständigen auf die Position, wir wollen die Finanztransaktionssteuer. Und ein wichtiger Punkt für uns auch als eine Partei, die auch für Transparenz und für die Stärkung des Parlaments kämpft, es kann nicht sein, dass eine Architektur in Europa entsteht, die ausschließlich auf die Exekutive schaut und das Parlament außen vor lässt. Das heißt, wir wollen, dass künftig bei den Euro-Gipfeln zumindest der Präsident des Europäischen Parlaments dazu darf und ein Rederecht hat, damit das Parlament entsprechend einbezogen wird. Und sonst noch? Ja, und sonst noch freue ich mich natürlich sehr über die Ergebnisse der Kommunalwahlen. In Mainz ist unser Kandidat, der Günther Beck, jetzt in der zweiten Runde, hat eine ernsthafte Chance, die OB-Wahl zu gewinnen. Also es zählt bitte jetzt all diejenigen, die beim ersten Wahlgang vielleicht nicht die Grünen gewählt haben. Jetzt gilt es Grüne wählen, einen grünen OB für Mainz. Wäre doch super, wenn man eine rot-grüne Koalition im Land hat. Und in Bayern haben wir bei den Kommunalwahlen auch super Ergebnisse, zum Teil Bewerber, die in der zweiten Runde sind. Ich will jetzt nicht alle nennen, aber einen will ich ein bisschen hervorheben. Der Ludwig Hartmann hat über 30% bekommen und damit auch eine exzellente Chance in Landsberg am Lech, dort Bürgermeister zu werden. Also auch in Bayern bitte jetzt im zweiten Wahlgang die Grünen wählen.